Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer lustigen Folge Factorio. So lustig wie wir aufgehört haben, wollen wir doch heute mal wieder anfangen. Mit dabei sind der Zogrim, der Michi und der Hansi. Hallo. Moin. So, wir waren ja hier stehen geblieben, wollten ja die grüne Fläche machen, aber... Ja, Greifarme vergessen. Er hat's nicht geschissen gekriegt. Problem ist, ich brauche eine höhere Ausbaustufe. Für die Greifarme. Ja, kommt sofort nach dem Kugelschaden. Eisenplatten verworten, ne? Ich baue mal kurz das hier wieder weg. Das brauchen wir. Ja. Soll ich dir was sagen? Ich hab's auch nicht geschissen gekriegt. Deswegen läuft die Forschung jetzt auch nicht. Dürüm, dürüm, dürüm. Ja. Mach du fertig. Dü, 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 dü. Lalalalala. Brauchen wir später. Eisenplatten, Eisenzahnrad und elektronische Schaltkreise. Eisenplatten, Eisenzahnrad ist nicht das Problem. Doch, jetzt läuft doch wieder die Forschung. Das haben wir schon, jetzt brauchen wir noch die Schaltkreise. So, erweiterte Greifer. Das ist aber der Filtergreifer, ne? Ja, den brauchen wir später. Zum Sortieren, dann ist alles auf einem Band drauf, dann ist das Ganze gut. Ja, ich sag's ja nur. Was haben wir danach? Moment. Auf jeden Fall läuft. Schaltkreise. Um die herzustellen, brauchen wir Eisenplatten und Kupferkabel. Na, ich lass mich überraschen. Ja, ist besser. Ich gehe mal hoch nach dem Eisen. Gucken, wie es da läuft. Und sammeln mal eben ein bisschen Holz, weil Stahl haben wir ja noch nicht. Hast du gerade noch eine Fabrik? Ich habe zur Not auch welche. Ja, ich hatte auch gerade meine gefunden. Wieso habe ich Eisenrohr? Egal. So, was haben wir denn alles noch mit rote Fläschchen? Hier, die hier. Warte mal. Nein, 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 nein. Automatisierung. Ich guck gerade, was noch alles mit rote Fläschchen ist. Guck ich gerade durch. So ein bisschen Holz habe ich auch wieder. Weil die braunen, die blauen, die brauchen wir auch noch. Oh, oh. So, haben wir den hier. Warte mal. So, hier mal Kupferkabel, das erste. Kann man nachher dann gut erweitern, deswegen habe ich es jetzt so gebaut, Hans. Mhm. Für, dass es nachher halt mehr Platz ist. So, die Flüssigkeitsbehandlung habe ich mal angeschmissen. So. Weil die brauchen mit 200, mit 100 Fläschchen ja auch schon ein bisschen mit roter. Laugen oder was? Hm? Kann Kupfer laufen? Kupfer kann laufen. Jetzt wollen wir ja mal gucken, was die hier unten basteln.
Frage ich mich manchmal auch. Ja, baut nicht zu klein, wohl. Ah, Mist. Rückkehr drum. Das läuft. Übersehen. Ich bin gerade. Wo hat. Ich habe doch. Wie wir angefangen haben, habe ich doch Steine angefangen. Wo hatte ich das denn hingesetzt? Ach, da. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen als Kupp Eisen noch. Hast du mir einen anderen Verteiler noch, Hans, oder? Ich hab mal 15 in der Tasche. Du warst bei dir drüben. Ich bin gerade am Kräften. Das müsste sogar dann gewesen sein. Und ab dafür. Nö. Ja, es kommt davon, wenn man nur einen halben Tunnel baut. Ich hab doch. Da sind sie doch. Jetzt sollte halt immer das richtige Rezept auswählen. Sag ich mal nichts zu. Genau. Ich besser hier, so. Und hier kommen dann die grünen Dinger hin. Da können wir aber schon blaue hinsetzen, ne? Ja, ich habe es mal einen hingesetzt. Dass ich mal grob habe, ob es überhaupt geht. Ein bisschen Puffer haben wir jetzt hier, falls irgendjemand was vom Band nehmen will. Und dann ziehen wir mal die Linie weit. Strom wäre bei sowas nie schlecht. Ist doch klar, fehlt immer eins. Oder zwei oder drei.
Mal gucken, ob das was wird. Man merkt, ich habe so lange nicht gespielt. Geht mir genauso, aber grün kriegst du jetzt auch, gell? Ja, ich komm gleich wieder da hoch. Oh shit, war ein Fehler von mir gerade. Falsch angeschlossen. So, da steht. Grüne sind jetzt verfügbar. Schön, das freut mich. So, meins läuft. Da könnt ihr gerne gucken gehen, was ich gemacht habe. Hihi. Mauern. Ja. Sieht doch schön aus. Ein. Also jetzt lasse ich erst einmal die Kugelfeuerrate durchlaufen, damit ich, wenn ich gleich loslaufen sollte, dass ich was zum, oder sagen wir mal so, besser gerüstet bin einfach. Aber wir sollten unbedingt Eisenplatten nach oben schrauben. Verbrauchen tun wir aktuell 20, herstellen tun wir 10. Eisenplatten, ja. Da wollte ich ja, deswegen hatte ich mir ja eigentlich elektrische Förderer gemacht. Aber dann fiel mir ein, ich sollte auch mal Steinmauern produzieren. Weil die nächsten Nester kommen, definitiv. Ich habe gerade die Dings angesetzt, da hast du schon. Vielleicht kommt jetzt ein bisschen mehr durch. Ich denke. Aber die hinteren arbeiten schon. Zwar wenig, aber sie kommen langsam. Ja, zwei Förderer habe ich ja noch. Die schließe ich noch eben mit an. Setzt, dann muss mit. So. Läuft. Reicht unser Strom überhaupt noch? Das ist viel wichtiger. Der wird langsam knapp. Ja, da müssen wir mal ein bisschen nachlegen gleich. Also sollte er ein bisschen was mitnehmen.
glaube, mit zwei Eisenplatten kann ich direkt da vergessen, was anzufangen. Ja, das glaube ich auch. Was können wir unten machen? Fehlende Dampfgeneratoren. Dampfmaschine, zwei Stück. Beiden gebaut. Weil ich habe nämlich nur Heizkessel hier. Oder brauchst du vier? Ach, zwei reicht glaube ich erstmal. Wenn ich schon dabei bin, dann. Ja, mach vier. Schon mal vorbereitet, falls wir noch mehr brauchen, irgendwann. Aber ich denke mal, ich werde jetzt als nächstes dann in die Solarproduktion gehen. Am Ende brauchen wir da Plastik. Das heißt, wir brauchen ja erst noch mehr Strom, bevor wir da was machen können. Ja, ja, ich weiß. Achso, Forschung. Nein, nein. Michi, willst du Strom basteln? Was willst du machen? Ich habe nur gefragt, ob du Strom haben willst. Jetzt mache ich aber erst Forschungsgeschwindigkeit. Du meinst wegen Solarenergie? Nö, nö, wegen deiner Schaltung, die du immer so gerne baust. Und dann mal... Strom, aber die bräuchten wir eigentlich. Was? Haltungsnetz. Als nächstes dann bitte. Ja, ja. Ja, Kohle geht jetzt mehr drauf, dadurch, dass wir unten ein bisschen mehr gebaut haben. Ja, ist klar. Ich habe schon Tür gesorgt. Ich stelle jetzt erstmal die popelige Kiste hin und tue jetzt alles da rein, was ich nicht brauche. So, reicht das jetzt erstmal hier unten oder müssen wir noch mehr? Das lang, das lang, das lang. Was hast du gemacht? Alles umgebaut auf blau. Hier. Ah ja. Das passt. Hier hinten habe ich noch die Förderer, die Kohleförderer habe ich. Achso, die erste Erwarter, ja, ja. Die elektrischen reingebaut. Passt. Warte mal. Wir bräuchten eigentlich den Hochofen, oder? Ja, das dauert aber noch. Ja. Wir brauchen erst die Forschungsgeschwindigkeit 1 und dann, Nee, Hochofen geht schon. Ja, wir brauchen aber jetzt erst Forschungsgeschwindigkeit 1 und dann brauchen wir die Geschütztürme. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass das nächste Nest lange auf sich warten lässt. Weil den ersten Punkt sehe ich nämlich schon auf der großen Karte. Nein, ich will keine Markierung setzen. Ja, das ist kurz davor. Vor der ersten Umweltverschmutzung. Könnt ihr eigentlich die Markierung sehen auf der Karte, die ich gesetzt habe? Das würde mich mal interessieren. Vier Mauern? Ja. Ja, lesen. Gut. Allerdings nur, wenn man eben drückt. Ja gut, auf der Minimap sehe ich auch gerade, das ist zu klein. Aber da erkennt man so ein bisschen das Symbol, ne? Ja, das Symbol. Müssen wir mal zusehen, dass wir hier mal ein bisschen mehr Eisen abbauen. Boah, noch geht's. Noch geht's. Staut sich ja. Oh. Wenn sich das nicht mehr staut, dann wird's Zeit. So, das haben wir. Grüne und rote Fläche. Was können wir denn jetzt als nächstes machen? Die blauen, ne? Ah ne, die haben wir ja noch gar nicht. Mhm. Dann gehe ich jetzt erstmal auf Kuschelkurs mit der Verteidigung.
Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, bis dahin haben wir genug Stein produziert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.